Hallo, liebe Freunde des guten Geschmacks. Hier sind wir wieder, eure Neon Green Monkeys. Mitty und der Papillon bei Overkill's The Walking Dead. Wir wollen jetzt mal die Mission Sandwurm-Bros machen. Eliminierung. Da müssen wir eine Zielperson ausweichen. Die hast du wo gefunden? Oder war die direkt auf der Karte? War auf der Karte bei mir Okay. Die habe ich ist die natürlich nicht gehabt. aufgeploppt. Deswegen sind wir mal beim Papillon reingehüpft. Hier steht hier Spielersuche. Und er rödelt sich zu Tode bei mir. Ja, bei mir steht das auch. Bei mir steht halt nur da jetzt. Warte auf Bestätigung durch den Team Horst. Ah, und da sind wir schon. Ja, ich weiß nicht, was wir nehmen müssen. Ich auch nicht, ich nehme mal mein Mechaniker-Kit wie immer Ich mit. ändere mal die Klinge in Bandagen. Und sage mal bereit, ne? Jo. Wollen wir mal gucken, wie wir uns schlagen. Die Bros. Die Bros. Wir müssen eine Zielperson ausschalten. You don't get rid of trouble by ignoring it. Let one weed grow and others follow. And soon they've killed your whole garden. People are like that too. So when someone bad wants you dead, there's no sense in giving them space. They need to be torn up at the roots. Das scheint so, als wenn wir ein Sniper-Gewehr bräuchten, wa? Vielleicht liegt doch eins rum und wenn nicht, hast du doch die Armbrust, damit schaffen wir das doch schon. Ja, aber nicht auf große Distanzen. Das ist, du bist hier, Horst. Musst du machen. Ich bin Horst, ja. Du bist der Horst. Ja, wie gesagt, Blindverkostung. Wir kennen uns nicht aus. Wir wissen nicht, wo wir hinlaufen müssen. Reports are coming back saying that there's a guy causing a lot of problems around here. No one in this area is going to be safe, as long as this threat goes unchecked. Ich glaube, wir müssen hier stealth-mäßig vorgehen. Das ist auf jeden Fall eine Stealth. Treppe, wo es runtergeht. Stealth ist doch langweilig. Ja, wir müssen noch runter. Vorsicht, hier, da stehen Untote. Aber das sieht aus wie das Level, wo wir letztes Mal runtergegangen sind, irgendwie, ne? Jedenfalls Hat irgendwie die Ähnlichkeiten. Unterführung jedenfalls so ähnlich, ja. Ja, wenn wir wohl runter müssen, ne? Da es nicht anders geht und alle Wege nach unten führen, haben wir wohl keine andere Wahl. Ja, wir können ja erstmal ein bisschen plündern, damit ich überhaupt diese eine Mission da freischalte, wo der Smitty ja schon ist. Ich habe nicht so viele Vorräte wie der Smitty. Hast du schlecht gewirtschaftet? Ja. Es sind jedenfalls viele Untote hier. Da sind sie auch aufgestanden, hast du aufgeweckt alle. Oh, einen habe ich abgenietet. Ja, wie wollen wir das machen? Wir müssen runter und sie umnieten. Warte, lass mich mit der Armbrust, diese hier. Ich hoffe, dass ich nicht so viele anlocke. Ah. Gut, du bist schon unten. Ich bin schon unten. Ich versuche die hier ein bisschen zu halten. Mach das mal. Aber die haben, glaube ich, Interesse an dir gefunden. Haben sie auch. Bewegt dann hinter dir runter. Danke. Da kommen sie hinter dir. Sollten nur nicht zu viel auf einmal werden, sonst haben wir ein Problem. Ja. Hey, du rüben sind nämlich auch nochmal bestimmt 6 oder 7. Und hier geradeaus sind auch nochmal welche. Oh, Hier ist super. erstmal was zum Plündern. Und hier Mechaniker-Set. war eine Bärenfalle. Ja, liebe Freunde. Mitty und ich, wir gehen ein bisschen langsamer vor.
Wo hast du das Mechaniker-Set gesehen hier? Hier beim LKW. Ach da, jetzt hab ich's, danke. Ich weiß nicht, ob das was bringt oder nicht. Ja, da gibt ja Vorräte, ne, für mich. Ach, hast die Bärenfalle schon kaputt gemacht? Ich bin reingelaufen, also ja. Wollen wir mal hier hinten hin? Ja, lass uns mal die hier holen. Da dir. Ja, wunderbar. Eine dazu bekommen. Was ist denn dazu bekommen? Mädelchen. Finde ich jetzt nicht schlecht, dass wir zu viert sogar sind. Jetzt sogar zu dritt. Kurbel benutzen? Zu viert. Hier, wir brauchen die Zahnräder. Gut, ich habe ein Zahnrad. Ich habe auch eins. Ich repariere hier ein Kabel. Was du nicht lassen kannst. Geh in den LKW, da sind wir sicher. Also viel gab es jetzt ja nicht mehr. Wir haben ja schon ordentlich was weggemacht. Ja, oder doch nicht schlecht, wenn es da hinten läutet, die da hinzulocken. Die ganzen 6, 7, 8 aus der Ecke kommen jetzt. Und hier sind natürlich auch nochmal ein Haufen. Hier ist natürlich die Tür, ne? Au. Alter. Hier sind verdammt viele. Also wir müssen auf jeden Fall das Kabel reparieren. Was brauchen wir denn dafür? Gut, die schlägt sich jetzt da hinten mit denen rum, oder was? Wir könnten doch schon öffnen, die Tür. Ja. Guck mal, was jetzt auf uns zukommt. Ich meine ja nur. Und ich wurde gebissen wegen dieser Scheiße. Hey, Heather. Nee, es blockiert die Tür. Du hast noch ein Zahnrad, ne? Ja, wo muss ich das hinmachen? Da ist doch der Generator. Geradeaus. Ah ja. Benutzt mal die Kurbel. Jo. Der Weg offen? Jo. Wunderbar. Schade, dass du nur eins mitnehmen kannst. Vielleicht gibt es ja einfach nochmal später zwei Plätze. Wegen die Gut, also. Das Level kennen wir ja schon so ein bisschen, ne? Ja, jedenfalls beim letzten Mal. Aber es ist ja doch ein bisschen was anderes. Hier ist ein Mechaniker-Set benötigt. Ich weiß aber nicht, was man damit machen kann. Mit dem kann ich das aufnehmen und dann gibt es Basisvorräte. Ach so. Und hier wieder hoch? Was dann muss man da unten durch. Was hast du denn gesehen? Nee, hier unten. Nur was zum Plündern wieder. Oh, wir haben ein paar Zombies hinter uns mitgeschleift. Hat er schon hochgeklettert? Nein. Wo hast du das gesehen mit dem Mechanikerset? Da hinten, ja, auf dieser. Ja. Oh, auf dieser Turbine, ja. Oh! Ja, ich komme. Ja, hab ich doch gerade gesagt, die kommen hinter uns her. Wir hatten die angelockt. Ja, die sind durch das Öffnen der Tür halt und den Kram durch langsam mit uns hergekommen. Und die Tür hat sie ja nicht aufgehalten, wirklich. Aber ja, was ist das so gewesen dann? Jetzt gehe ich, ist unten, nach unten muss ich nur plündern.
Geh jetzt mal hier die Leiter hoch. Jetzt richtig viel Stuff. Komm hinterher. Jetzt, wo wir uns schon mal ein bisschen ins Spiel reingefunden haben, geht das schon ein bisschen besser mit uns voran, ne? Jo. Würde ich jetzt mal behaupten. Oh, hier. Hier lassen wir mal einen Käfig drin, ne? Besser wär's, ja. Mach nicht schon wieder die Tür auf. Was bist denn du? Wenn wir Lebende hinter uns haben. Jetzt hör auf, hier wieder dummes Zeug zu labern, ey. Mal meinen Namen zu rufen, ja, dann kriege ich einen Rappel. Natürlich ist das Tor aufgemacht worden, ja. Ja. Ja, einer von den anderen hat es ja aufgemacht. Alter, man kann sogar die Zombies von hinten Nahkampf abkillen. Check it out. You got a mechanics kit here? Wusstest du da schon? Nee, noch nicht. Musst mal hinter einen Zombie gehen und F drücken. Werde ich wohl. Vielleicht interessant für unsere Zuschauerinnen und Zuschauer. Werde ich gleich mal reingucken, sofern ich die Gelegenheit bekomme. Ich glaube, Hebebühne müssen wir hier heben. Mal erstmal hier ein bisschen die Vorräte holen. Wenn mal eine Magazinerweiterung für meinen. Letztes Mal sind wir ja da in diese Dings reingegangen. Ne? Ja, genau. Bleibt so, als wenn wir diesmal hier rüber müssen. Ja, seid da alle drauf? Selbstverständlich. Schön Lärm machen. Ja, hier gibt es keinen Zurück mehr. Ich muss sagen, dieser Nahkampf an den Zombies ist auch geil. Besser als wenn du so mit der Hacke da drauf rumkugelst. Das glaube ich wohl. Ich habe es nur noch nicht. Warum macht keiner hier das Tor auf? Ging noch nicht, du. Okay. Es ist keine Möglichkeit, gut, aufzuöffnen. So einen Nahkampf konnte ich jetzt aber nicht drücken. Hier musst du hinterlaufen und den F drücken. Du musst mal ranlaufen an die. Ja, find erst mal einen. Wo ich gleich 7 neben mir stehen habe. Oh. Ja. Wisst ihr? So ein Vetter hat mich umgenietet. Da kommt noch so ein Dicker. Oh. Das war laut. We need you in the fight. Gut, aber wir können uns hier in der Mitte verschanzen. Obi-Wan, it's not over yet. Thank you. Gut. Ja. Oh. Irgendwann. Was denn? Mach ich das mal mit dem Hinterstellen F drücken. Aber du siehst das ja bei den anderen, ne? Machen das ja auch. Dicker kommt. So, jetzt hatten wir es. Vorsicht, hinter dir ist. Jetzt hat man mal so eine. Das ist eine coole Animation, ne? Ja. Der Dicker möchte dich zum Armbrot haben. Jo, wer bringt ihn zur Explosion vor mir? Er bringt sich selber zur Explosion. Oh, dafür ist er geboren worden, um sich zu explodieren.
Hier das Tor öffnen wir wahrscheinlich noch nicht. Hier wird ein Dietrich benötigt. Ich sammle erstmal ein bisschen Stuff, ne? Ja. Haben sie das gleiche Level nochmal verwertet, bloß immer mit einem anderen Gang, ne? Ja, jetzt geht's ja woanders lang. Oh, da kommen Überlebende. Jo, Horde kommt hinter uns. Haben wir unser Ziel? Scheint so, ne? Scheint erledigt zu sein, jo. Ein bisschen plündern hier. Okay, es kommen ein paar extra Walker angelaufen. Ja gut, ich meine, kann man sich ja auf die Barrikaden wenden stellen, ne? Ja, ja. Ja, jetzt müssen wir sicherlich zurück, ne? Ja, zum Tor da, wo du das groß ist, machen wir noch nicht auf. Da müssen wir wohl hin jetzt. Oh, da sind ja ein paar. Ja komm, lass die doch hier erstmal rüber und dann hier oben können wir doch lang. Guck. Hier oben einfach lang laufen und raus. Warte doch, 30 Sekunden dauert es noch. Zehn Sekunden, gehen wir mal. Dann kommt Caleb. Auto rauscht an. Jo, da ist er. Sehr gut. Wunderbar. Wieder eine Mission erfolgreich. Richtig, richtig. Abgeschlossen. Sehr gut. Hast du noch so eine kleine Mission bei dir auf der Karte? Muss ich mal schauen. Mal gucken. Erstmal zurück auf die Karte kommen. Ja, ja, ich weiß. Wir müssen. Jo, Level 8. Best of the best. Ich bin stolz auf dich. Und Waffe verschlissen. Ja, meine auch. Oh, jetzt habe ich die Unterhalt nicht gezahlt, dann ist die Moral auf null gesunken. Jetzt zurück zur Karte. Jo, mach mal. Ne? Jo. Möchtest nein. Wie nein? Doch, musste das gehen, anders. Ja. Ja, ja. Anders geht das nicht. Ach so, gut. Ja, ich war noch nie Lobbyanführer. Weil jetzt kommt Warnung. Ja, ja. Ja, gut. Oh, neue Expedition habe ich jetzt bekommen. Ohne neue Überlebende dazu gewonnen. Bei mir ist nichts. Blinkt nichts auf. Okay. Gut, dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge wieder von Overkill's Walking Dead. Ja, wir danken fürs Zusehen. Ne? Hoffentlich hat euch das gefallen. War eine andere Mission. So und wir stellen uns nicht mehr so dämlich an wie am Anfang. Also kann man auch einen Daumen oben da lassen. Ne? So sieht's aus. Ciao. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.